Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei einem weiteren Reisetag hier in meiner Filmrolle in Scum. Ja, wie gesagt, ich war mir gestern nicht sicher, ob ich Scum noch weiterspiele oder nicht. Meine Entscheidung habe ich euch mal in einem kleinen Zusammenschnitt gezeigt. Und ja, der folgt jetzt. Wir sehen uns gleich vielleicht wieder.
Ja, natürlich spielen wir ja weiter. Ist doch klar. Nein, ich habe tatsächlich lange drüber nachgedacht. Gestern aber nicht mehr, weil es hat mich zu sehr gefuchst. Aber ja, wir spielen auf jeden Fall weiter, ne? Und jetzt müssen wir aber mal gucken. Ja, ihm ist warm, ey. Ich muss gucken. Also ich würde jetzt gerne mal hier in diese kleineren Städtchen gehen. Und dann gucken wir einfach mal hier so. Ja, das heißt, wir müssen jetzt hier. Hier ist die City. Von da bin ich gekommen. Das heißt, da weiter in. Ach Mann, ich lerne es nicht mehr. In die Richtung quasi. Einmal durch die Stadt durch, quasi. Machen wir aber jetzt nicht. So, genau. Oh, hier die Garage habe ich aber gestern nicht gesehen, vorher nicht gesehen. Das machen wir dann nochmal. Was haben wir denn hier? Oh, guck mal. Break it Hoodie oder den da? Den da, ist egal. So, ach, der ist sogar noch kleiner. Erstmal raus damit, weil wir ja keinen Platz haben, ne? So. So. Ja, auf jeden Fall, ne? Ich hab halt einfach noch Bock. Und es war jetzt nicht eingeplant, dass ich jetzt schon irgendwas anderes mache. Und ich habe jetzt auch keine Lust mehr, was Neues hier aus den Rippen zu leiern. Dann spielen wir jetzt Kamm. Ein bisschen Änderung wird es geben, ne? Wir werden zum Beispiel, ja, dann komm noch her. Wo ist er denn? Ist er auf Fresse gefallen? Nö. Oh. Immer ganz knapp, ne? Meine Fresse, Fettbacke, ey. Ja, Prost erstmal auf einen Neuanfang in Scum. Wie hat euch denn der Schnitt gefallen? Sagt doch gerne mal eure Meinung dazu. Ich fand's eine geile Idee und hab mir gedacht, komm, machen. Kommt sicher cool. Und der Stinkefinger gilt nicht euch. Wieso bist du hier im Busch, Fetti? Der Stinkefinger galt euch nicht euch, sondern der Aktion von gestern. Und so ein Fuck off, wir machen weiter. Das Herz, das galt euch. Auf jeden Fall. Ja, nein, Mann. Oh, der letzte Schlag. Ist ja blöd hier. Mann. Ja, ich blute ein bisschen. Ich muss irgendwie. Die blöde Maske habe ich auch noch. Dann kann ich den in die. Nee, geht nicht, weil der voll ist, ne? Ja. Das ist jetzt mal echt scheiße, ne? Echt bescheiden jetzt hier. Was kann denn raus? Da kommt hier die Maske. Ja, gibt zwar Geld, aber so weit sind wir ja noch lange nicht. So, den Druckverband, den behalte ich auf jeden Fall noch. Die Angelrolle. Ja, da muss sie raus. Das nützt nichts, ne? Was soll ich damit? Obwohl hier so ein Beanie, ne? Den finden wir doch auch noch tausendmal. Das brauche ich nur zum Haare schneiden. Das nur für die Leuchtfackel anzünden. Das. 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 Und dann kannst du hier. So. Und dann hast du nämlich nur die Jacke an. Ja. Bringt ja nichts, ne? So laufe ich denn jetzt richtig hier? Natürlich nicht. Natürlich laufe ich wieder völlig orientierungslos und falsch. Da müssen wir in die Richtung. Ach ja. Ja, nun, es ist wie es ist, ne? Und ganz ehrlich, was war der Kompass? Eine herrliche Sache, ne? Das ist auch eins der ersten Dinge, die wir uns neu bauen. Muss noch mal gucken, was brauchte der noch?
Was ist das hier denn? Ach, Schalldämpfer. Bogensehender Schalldämpfer. Ah, hier ist er. Wir brauchen dafür eine Werkzeugkiste, Metallschrott und ein Brett. Ja, das wird sich machen lassen bald. Wir brauchen erstmal irgendwie einen Rucksack. Deswegen will ich jetzt die kleineren Städte hier abklappern, damit wir vielleicht mal ein bisschen an solche Dinge wieder rankommen. Ne? Müssen wir halt gucken. Wie gesagt, heute mache ich das noch nicht so, weil heute habe ich schon genug geschnitten. Aber zukünftig werde ich dann mal solche langen Wege wie diesen hier wirklich wegschneiden. Ja, das müssen wir uns ja nicht geben, ne? Das muss ja nicht sein. Ist ja auch blöd für alle Beteiligten. Wenn wir hier einfach nur dumm rumrennen, ohne was zu tun. Aber dann mache ich vielleicht ein bisschen, vielleicht einfach ganz wegschneiden, vielleicht einfach mal mit einer musikalischen Untermalung. Ne, je nachdem, wie mir gerade die Lust steht und wie die Zeit auch ist. Ne? Mach ja gerne diese musikalische unterlegenen Schnitte. Das ist ja auch ganz cool, so wie der letzte jetzt. Macht ja auch hin und wieder echt Spaß, kostet aber auch echt extrem Zeit. Ne? Muss man ja einfach mal so lassen. Ja. Dann bringt mich schneller an die 1000, dann kann ich Geld verdienen und dann kann ich mehr investieren. Nein, Quatsch. Just for fun, nur Spaß an dieser Stelle. Nein, den Plan habe ich natürlich nicht. Also klar, würde ich mich nicht dagegen wehren, wenn ich damit Geld verdienen könnte, aber ich bin auch Realist, ne? Um damit so viel Geld zu verdienen, dass man davon leben könnte. Da muss man schon einiges schaffen und naja, ich glaube, da komme ich so schnell nicht hin. Aber ich mache es ja auch just for fun. Wenn ich es nur wegen Geld machen würde, dann würde ich hier nicht sitzen. Nee, dann würde ich mir die Zeit hier anders vertreiben. Weil Geld verdient sich mit meinem Job wesentlich leichter. Aber das hier macht mir einfach tierisch Spaß und dafür opfere ich auch gern meine Freizeit. Das heißt, opfern tue ich sie ja nicht mal. Spielen würde ich ja so oder so. Ob ich das jetzt mit euch zusammen mache oder ob ich das alleine mache, das ist ja schon egal. Na, so ist das Ganze ohne Druck. Wenn mal so wie die Tage eine Folge mal fehlt, kräht kein Hahn nach, ist nicht wild. Aber eigentlich versuche ich immer sehr zuverlässig zu sein. Wisst ihr ja auch. Beziehungsweise könnt ihr das auch an meiner Videoliste sehen. Ist mir schon wichtig, dass ich zuverlässig bin. Viel wichtiger ist mir aber, dass ich hier Leute habe, die mir kommentieren, mit denen ich in den Livestreams quatschen kann. Ne? Mit gemeinsamen Interessen und Themen, über die man quatschen kann. Das finde ich viel, viel geiler bei dem Ganzen hier. Alleine spielen, ne, ist ja dann auch wieder. Da fehlt mir das Quatschen. Ich quatsche einfach auch viel zu gerne. Und wenn ich hier alleine sitze und sowieso den Monitor voll quatsche, dann kann ich das doch besser mit euch machen. Richtig, richtig. So, ist das jetzt hier welcher Spot? Naja, nicht ganz der, den ich erreichen wollte, aber es ist ein Spot, den nehmen wir mit. Und trinken müssen wir mal kurz irgendwie organisieren. Ja, es hängt noch ein bisschen nach, wenn man darüber nachdenkt, dass man ja alles da hatte. Aber okay, das ist jetzt so, ne? Aber irgendwie habe ich auch Bock, nochmal von vorne anzufangen mit ein bisschen mehr Erfahrung. Man sieht ja, beim letzten Mal wäre ich bei so einem ersten Zombie schon fast gestorben. Da bin ich schon beim Fallschirmsprung gestorben. Direkt gut durchgestartet. Von daher ist das jetzt schon cool. Vielleicht finden wir auch irgendwo ein Fahrrad.
Das ja auch nicht so verkehrt wäre jetzt für den Anfang. Ne? Wichtig ist, wenn wir eine Batterie finden. Ach, wenn ich doch mal die Fresse halten würde. Ehrlich. Kann ich nicht einfach. Aber das sind nur 6 Ladungen, ne? Naja, damit kann man ein Fahrzeug wohl schon mal anschmeißen, oder? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Jetzt können wir auch nichts mitnehmen hier, ne? Mist, ey. Ja, wir stellen die mal kurz nach draußen. Hier, stell die mal hier schön mitten auf die Straße. Vielleicht denke ich gleich dran. Fallen lassen. Jetzt hat er doch was angezeigt. So, geht doch. So. Na. Hier wird wohl nicht viel drin sein. Aber wenn wir hier zum Beispiel Gurken finden, die sind ja auch gut für einen Flüssigkeitshaushalt. Jetzt findest du ein Klebeband, ne? Gestern hätte ich, vorgestern hätte ich eins gebraucht. So. Ja, hier ist nur Stroh. Für Federn verschwende ich jetzt noch keinen Platz. Nee. Ja, habe ich noch nie drauf geachtet. Hier gibt es ja auch eine Tür. Ich habe immer nur die Klappen vorne losgemacht. Ich Vollhorst. Ah. Ja, ganz klug, ey. Ja, welches was? Ja, sagt mir doch einfach, was haltet ihr denn davon, dass wir weitermachen? Findet ihr das doof, dass wir hier alles wieder von vorne anfangen? Oder sagt ihr, ja, geil. Würde mich echt interessieren. Erst war ich ja auch knatschig und wollte das nicht, aber. Ah, Mann, hier kannst du nichts mitnehmen, ey. Brauche ich aber jetzt auch noch nicht, oder? Das, was die hätte ich gebrauchen können, als wir im Polizeirevier da hinten waren, da hätte ich die gebrauchen können. Aber hier, da war auch der Grund, dass ich ins Polizeirevier gegangen bin, weil man da immer Klamotten findet. Und ja, wir haben Klamotten gefunden. Alter, wo? Ach, da. Ah, nimm doch mal deine Waffe. Ja. Aber warum lässt du dich denn jetzt so oft klatschen hier, Junge? Ja. Weiß noch, das erste Mal, dass ich so ein paar Macken hatte, habe ich es gleich voll verbockt, weil ich es habe alle infizieren lassen, ne? Weil ich gleich mit Dreck. Oh. Oh. Oh, wir brauchen langsam mal Nadel und Faden. Habe ich den Faden noch? Warte. Zombie outside. Bum, 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 bum. Zerteilen. Na, was? Ach, ich habe kein Messer. Verdammt. Ach, hier. Ja, bau mal ein Messer. Naja. Ich schätze, es wird gleich auch Nacht. So, Messerchen. Wo können wir das denn hinpacken? In die Hände ruhig. Ja, ich brauche definitiv Nadel und Faden. Also zerleg den Kollegen. Mal fachgerecht hier. Ach ja. Was will man machen, ne? Da sind die Knochen. Schön eine Knochennadel hergestellt. Nadel und Faden hergestellt. Ich beides hier einmal reparieren. So. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du?
Nadel. Hier. Improvisiertes Nähset. So. Entschuldigung. Ja, ich habe gerade noch gegessen. So, wunderbar. Reparieren. Diesmal könnte ich zum Beispiel auch vermehrt ans Waschen denken. So, dann ist wieder auf 100%. Das hier weiß ich gar nicht, ob wir das noch auf 100% wieder kriegen, ey. Ah, da hingekriegt. Gut. So, dann haben wir das. Den Schleifstein hätten, würde ich gern behalten. Wer weiß, wann sich so einer wiederfindet, ne? Die, habe ich gehört, sind ja auch eher selten im Spiel, ne? Von daher lassen wir das mal bei uns. So. Ja. Aller Anfang ist schwer. Hohoho. Nee. Ich alle nichts mit anfangen, ne? Noch nicht. Au. Warte. Hier. Nimm dir mal irgendwie mit. Ja, da muss der Schraubenzieher jetzt erstmal leiden. Nimm mal einen Metallschrott mit. Dann war doch. Wo war es denn? Ach, das lag hinten, ne? Hier war das Set nicht, oder? War das hier in der Werkstatt oder was? Ah, wo hatten wir das? War das hier irgendwo drin? Hier war die Batterie, ne? War nicht das Werkzeugset. Wo habe ich das denn jetzt noch gefunden? Das war doch gerade erst, oder? Ich meine wohl. War das hier drin in der Kiste? Aber. Ne, hier war nur das. Hier. Ne. Und hier oben war nichts. Ach, wo war denn diese Werkzeugkiste? War die im Auto oder was? Ich weiß es nicht mehr. Ne. Oder war die hier drinne? Ne, Quatsch, da war gar nichts drinne, ne? Ne, hier war das, dann war das in der anderen City, oder? Shitte, ja, das wäre es doch jetzt gewesen, ey. Naja. Hier ist ein Brunnen. Vielleicht ist was drin. Ah, wenn Prüfe dran steht, ist nichts drin. Ein BH. Naja, kriegen wir schon wieder. Ärgerlich, aber naja, man hätte jetzt einen Kompass bauen können, ne? Hätte, wäre, wenn. Ach da. Ey, nicht von hinten, du. Hallo, so geht's ja nicht, ne? Immer mitten in die fette Wampe rein. Na komm, jetzt verreck doch mal, ey. Ey, lass mich nicht zu nahe kommen hier. Ey! Lass dich doch nicht mal so oft schlagen, Junge. Mann. Das sind die guten Schuhe. Was hab ich für welche? Ja, das geht ja auch immer auf die Kleidung hier, ne? Die haben 91%. Auch kein Platz. Na, dafür sind ja die Bikerstiefel ganz geil.
So. Hier ist nochmal ein ganzer Haufen Müll. Aber sonst auch nichts. Ja, so langsam wird es auch dunkel. So, einmal gucken hier. Erstmal einmal durchgelinst. Nicht, dass uns hier wieder irgendwas überrascht. Nee. Zement brauchen wir nicht. Feinkorken brauchen wir jetzt auch noch nicht. Ja. So. Ich sage, wir machen jetzt noch eben ein paar Minuten hier weiter. Und wenn wir dann morgen in die Folge einsteigen, tun wir das in einem neuen Tag. Würde ich so mal behaupten, dass das Sinn macht. So, hol noch mal die Batterie. Die nehmen wir ja mit, haben wir gesagt. Die muss ich auch beim Ausloggen in der Hand behalten, ne? Ja, wenn es überhaupt noch da ist. Ja, da ist er. Gut. Oh, die Jacke ist leicht zerrissen. Ja. Dann war das der erste Tag nach dem Neuanfang. Ja, ein bisschen schneller läuft er doch trocken. Krass. Ist echt ganz neu anfangen hier, ne? Krass. Krass, aber will man machen, ne? So, hier. Komm, die Hütte machen wir noch eben zusammen. Und dann loggen wir uns hier aus, Mensch. Was ist das hier denn? Lock Slots, Protection Slots. Das ist doch auch neu. Da muss ich noch mal gucken, was das soll. Ausrüsten, Raked Beanie. Nee, dem ist eh schon warm. Kartoffeln brauchen wir auch nicht, aber die kannst du rausräumen, ne? So, die Hütte machen wir noch, haben wir gesagt, ne? Ja. So, hier ist nix. Komm, gib doch mal gnädigerweise einen großen Rucksack. Aha. Ey. Ey, jetzt hau sie kaputt hier. Sag mal, jetzt ist doch mal gut hier. Was soll denn das? Hat auch sonst die ganze Zeit gut funktioniert, ey. So, jetzt muss ich mich aber tatsächlich verbinden, ne? Ja. Oh, 28 Leben nur noch. Da habe ich aber ordentlich auf die Fresse gekriegt, ey. So, direkt mal gucken hier. Um eine, 10, 2, ja. So. Und den auch noch. Ah, behandeln. Gott sei Dank. Na gut. Jetzt habe ich ordentlich aufs Maul gekriegt, ne? Fressbrett dick. Ja. Gut. Läuft sofort wieder an. Die Maschine, oder? Dürften eigentlich gerade nichts mehr. Ah, siehst du, da geht's wieder hoch. Gott sei Dank. Oh ja, das. Oh, da muss ich aber gleich ordentlich reparieren. Ja, trinken, trink alles. Warum sage ich denn nicht alles trinken hier? Was soll denn das? Ja. Guter Mann. So, die Dose brauche ich später mal. Jetzt kannst du noch mal reparieren. Noch mal reparieren. Oh, nächstes leer. Ach du Scheiße. Was hat er?
So schlimm hat sie ihn erwischt. Ja. Hatte das. So, oh ja. Ganz böse hat sie ihn erwischt. So, würde ich sagen. Ich verbarrikadiere mich mit der Batterie hier in der Hütte. Und dann können wir morgen hier wieder einloggen. Und dann hoffe ich, dass euch dieser Neuanfang hier heute gefallen hat. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal weitergeht, dann abonniert ihn euch. Lasst mir gerne auch eure Kommentare da, würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao.